Gut, mir wurde gesagt, ich soll einfach anfangen. Also mache ich das jetzt einfach mal. Okay, also Gespräch, Interview und Co. oder Selbstreflexion beim Podcasting ist auch ein sehr vielversprechender Titel vielleicht. Was ich mit diesem Workshop eigentlich, wie ich es initial mir überlegt hatte, machen möchte, ist, dass wir einen Aspekt, der uns alle betrifft, die wir in den Audioformaten unterwegs sind, vielleicht einmal gemeinsam mehr darüber nachdenken. Was ich gleich vorausschicken möchte, ist, dass ich mich weder wissenschaftlich an dieses Thema herangetastet habe, noch dass ich irgendwelche speziellen journalistischen Ausbildungen habe. Was ich mache, um vielleicht kurz so einen Rahmen zu geben, warum ich jetzt mich da überhaupt rausstelle. Ich mache seit guten 5, knapp 6 Jahren Wissenschaftskommunikation an der Universität Innsbruck und da kann man so grob sagen, eigentlich ist es mein Hauptjob, Fragen zu stellen. Ich tue eigentlich den lieben langen Tag hauptsächlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Fragen stellen, also bei den Dingen, die Spaß machen. Dann habe ich dieses Podcast-Format gestartet. Ich muss dazu sagen, ich komme eigentlich aus dem Radiobereich, aus dem freien Radiobereich, möchte ich dazu sagen. Habe dann vor 1,5 Jahren mit einem eigenen Podcast-Format gestartet, auch an der Uni Innsbruck, heißt Zeit für Wissenschaft, muss man gar nicht weiter ausholen, weil der Name eigentlich eh schon Programm ist und war so eine Motivation, das zu tun, weil ich eben einmal mehr Zeit haben wollte, um eben noch mehr Fragen zu stellen, als ich es ohnehin schon tat und vor allem um den Antworten Zeit zu geben. Und im Zuge dessen ist diese unterschiedliche Gesprächsformate und alles, was in diese Richtung geht, immer mehr so ein bisschen in meinen Fokus gerückt und ich habe gemerkt, dass das sehr wertvoll ist, wenn man sich da mit gewissen Aspekten auseinandersetzt und damit meine ich jetzt nicht, dass man jetzt schwere Begriffsdefinitionen durchliest oder Literatur dazu durchgeht, die es natürlich massenweise gibt, also allein wenn man an so ethnografische Zugänge denkt, wo Interviewführungen ein ganz wesentlicher Teil einer wissenschaftlichen Herangehensweise an Themen ist. Das war jetzt nicht mein Anspruch. Das möchte ich auch noch kurz erklären, warum nicht, weil einer der Gründe ist, warum ich das Format Podcast so schätze, genau der ist, dass jeder und jede aktiv werden kann, wie wir schon oft gehört haben, seine oder ihre Stimme erheben kann und dafür eben nicht irgendwelche speziellen Ausbildungen braucht oder irgendwelche Qualifikationen haben muss, sondern ich bin davon überzeugt, dass das ein Medium ist, das so offen ist, dass jeder und jede seinen Platz dort finden kann, wenn es Interesse gibt. Deshalb würde ich das auch gerne so machen, dass wir uns einfach gemeinsam ein paar Fragen stellen. Wie würde ich das gerne machen? Hier noch eine Service-Slide. Das wird jetzt gestreamt nach draußen. Ich würde die Gelegenheit gerne nutzen, um über Twitter vielleicht die eine oder andere Anmerkung oder Frage oder Input, wie auch immer der sein könnte, einzuholen. Und da hat sich die Daniela freundlicherweise dazu bereit erklärt, das zu übernehmen. Also der Kontakt von außen nach hier hinein ist die Daniela, @die_Horst, die übrigens, und das möchte ich schon noch betonen, einen ganz, ganz tollen, hörenswerten Podcast macht, der Kunst und Horst heißt. Also unbedingt reinhören. Also wirklich sehr gerne Input von außen, weil mein Input jetzt wird sich eher kürzer halten. Ich möchte nur ein paar so Denkanstöße eigentlich mitgeben. Die große Frage, die ich schon angerissen habe, ist die nach der Definition. Dieses groß, noch größere Fragezeichen, was da dabei ist, habe ich nicht gemacht, weil man es nicht weiß oder weil man es nicht vielleicht definieren könnte, was ein Gespräch ist, was ist ein Interview, was ist da die Unter- und Oberkategorie. Gibt es ja oft so Herangehensweisen, dass das Gespräch ist so das übergroß, der große Ballon darüber und dann gibt es eben verschiedene Arten von Gesprächen und ein Interview ist eines davon.
Da gibt's, kann man gerne nachlesen. Gibt's, ich habe es versucht, mir ein bisschen an das alles anzunähern. Gibt es unglaublich viele Definitionen, aber definitiv nicht die eine. Ist auch, wie gesagt, nicht wirklich mein Anspruch. Was so der initiale Punkt war, der mich dann auch dazu geführt hat, das aus Österreich sozusagen jetzt hierher zu bringen und wirklich einen Workshop dazu zu machen, waren zwei Dinge. Zum einen war es so, dass ich auf meinen Podcast, in dem ich, wie gesagt, mich mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hinsetze und in ganz lockerer Atmosphäre über ihre Forschungsarbeit spreche, ohne irgendwelche Vorgaben, was Zeit oder Inhalt betrifft. Also ich bereite, da kommen wir dann vielleicht später noch näher dazu, mir relativ wenig darauf vor, sondern versuche wirklich dort einen Raum zu schaffen, wo Gespräche sich einfach entwickeln können. Und da habe ich für, ich weiß nicht mehr, welche Episode es war, es ist auch eigentlich nicht wichtig, weil ich dann festgestellt habe, dass das eine ganz komische Angewohnheit von mir ist und da muss ich jetzt ein bisschen selbstkritisch sein, habe ich das Feedback bekommen, ja, das, ich höre mir das total gern an, es sind tolle Themen, tolle Gäste, aber du lachst manchmal über deine eigenen Fragen. Und dann haben wir gedacht, da habe ich das so ein bisschen wirken lassen müssen und man dachte, das ist schräg irgendwie, wenn man über seine eigenen Fragen lacht. Also man kann ja von mir aus über das lachen, was der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin sagt. Das ist bei meinem Format auch wirklich herzlich willkommen. Da wird auch gerne mal gelacht. Aber dass ich über meine eigenen Fragen lache in einem Gespräch, ist doch irgendwie, das hat mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht, weil da haben wir, vielleicht stimmt da an irgendeiner Stelle was nicht, wenn ich meine eigenen Fragen lustig finde. Und das war so ein Initialpunkt, um mir zum Beispiel auch einmal, was ich auch empfehlen kann für alle, die in dem Bereich tätig sind, oder was hobbymäßig wie auch immer machen, dass man sich einmal Episoden anhört und sich nur auf die Fragen konzentriert, die gestellt werden oder überhaupt auf diesen Gesprächsablauf schaut und gar nicht so stark den Inhalt sieht. Und das Zweite war, das hat sich dann relativ zeitgleich getroffen, dass wir beim Podcasting-Meetup Österreich in Wien, das es jetzt seit ein paar Monaten wieder gibt, uns bei einem Meetup mit der Frage beschäftigt haben, Gespräch oder Interview und oder Interview oder was mache ich, was bedeutet das eigentlich? Und das war vom Lothar Bodingbauer, der seines Zeichens sowohl beim Radio, also beim österreichischen Radio Ö1 und tätig ist und auch Podcaster ist und hat da ganz interessante Perspektiven reingebracht, die ganz viel aufgegriffen haben, wo ich nicht genau gewusst habe, wo ich mich da irgendwie platzieren soll oder wie ich den Weg finden soll. Was man vielleicht schon sagen kann, wenn man es jetzt nicht sagen, wenn ich jetzt nicht mich hinstelle und sage, Leute, Interview ist das, Gespräch ist das und da müssen diese und diese Kriterien erfüllt sein, ist es doch, was dem allen gemeinsam ist, ist die Tatsache, dass der Kern, der in dem Ganzen steht, das Faktum sozusagen ist, dass ich als in dieser Gesprächssituation, nennen wir es jetzt rüber mal so, wo zwei Menschen miteinander kommunizieren, versuche bei meinem Gegenüber eine Reaktion auszulösen. Das kann ich einerseits natürlich machen mit der ganz klassischen Frage, wie ich es jetzt schon gesagt habe, aber das können auch, und das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, das können auch ganz andere Dinge sein, die eine Reaktion auslösen. Es kann und darf, genau für dies finde ich in Podcast-Formaten nämlich Platz und die können ganz interessante Dinge tun, zum Beispiel Stille. Wenn ich einfach einmal nichts sage oder nicht wirklich reagiere und dann diese Stille da ist, für die eben gerade in den Podcast-Formaten oft Raum ist, was dann eigentlich passiert, weil irgendwann wird es für jeden unbehaglich nach ein paar Sekunden, dann passiert wohl irgendwas und es ist auch interessant zu beobachten, was für Entwicklungen es gibt, kann auch ein Nicken sein, also viele Dinge, die sich so in zwischenmenschlichen Situationen abspielen, können Reaktionen auslösen, das muss nicht immer sein, dass die hörbar sind, das ist einfach die menschliche Interaktion, die dann doch stattfindet, ob jetzt Mikro oder Headset oder sonst etwas im Spiel ist, ist dann eigentlich nicht wirklich der
Ja, ist natürlich ein relevanter Punkt, der da mit reinspielt. Aber im Endeffekt geht es um Reaktionen, die unterschiedlich ausschauen können. Was sind jetzt die Herausforderungen, die es gibt und wo ich das Gefühl habe, dass sie in dieser Podcast-Welt von Relevanz sein könnten, ist, das sind jetzt ein bisschen viele Anführungszeichen, ist das Was vor dem Wie oder das Wie vor dem Was. Damit möchte ich sagen, wenn ich mich auf eine Situation vorbereite, und wie gesagt, ich habe da jetzt ganz unterschiedliche Formate im Kopf. Das müssen jetzt nicht unbedingt Wissenschaftspodcasts sein. Ich glaube, dass das eigentlich für jeden und jede von Relevanz sein kann, egal wie die Konstellation innerhalb des Podcasts ist, weil gesprochen wird normalerweise immer. Ist es jetzt eher der Inhalt, auf den ich mich vorbereite, also was inhaltlich passieren soll? Und steht es eher im Hintergrund, wie das Ganze ablaufen soll? Also wie verhalte ich mich als Person? Wie trete ich auf? Wie bereite ich mich? Wie formuliere ich Fragen? Wie sollen diese Fragen strukturiert sein? In welche Richtung soll es gehen? Oder ist es eben umgekehrt, dass ich mich eher hinsetze und mal denke, ich muss zum Beispiel einen Fragenkatalog mache, an dem ich mich dann festhalte und da durchgehe, weil ich eigentlich schon das Konzept vorher im Kopf habe und dann das Was sozusagen draufkommt. Also das wären so von der Herangehensweise, glaube ich, so unterschiedliche Tendenzen, die man da einschlagen könnte. Warum ist es jetzt also sinnvoll, dass man sich damit auseinandersetzt? Da würde ich das noch einmal betonen wollen, dass man auf die eigenen Fragen durchaus einmal hören sollte, also wirklich so, wie ich es da formuliere, mal anhören, wie stelle ich Fragen? Und es muss gar nicht immer diese Frage, auch wenn sie es natürlich per Definition ist, aber dieses Fragezeichen sein, sondern überhaupt diese Interaktion im Gespräch. Also wie verhalte ich mich da eigentlich? Auch interessant, wie stark greife ich in den Gesprächsverlauf ein, weil ich habe ja doch, wenn wir jetzt so eine Situation hernehmen, wie es ich beispielsweise in meinem Podcast habe, eine relative, könnte man sagen, Machtposition, weil ich ja mit meinen Fragen eigentlich das lenke, wohin das Gespräch geht. Also das ist auch etwas, was man sich, glaube ich, ein bisschen vergegenwärtigen kann. Natürlich ist, wenn ich mir dessen bewusst bin, ist die Vorbereitung vielleicht eine leichtere, wenn ich mir da so eine Art Konzept überlegt habe und ich kann dann dementsprechend souveräner auftreten und kann mich wirklich mehr auf die Gesprächssituation einlassen, als wie währenddessen über Handwerkszeug zum Beispiel nachdenken zu müssen. Tipps, wenn ich das Tipps wie gesagt, ich bin überzeugt davon, dass da jeder seinen Weg finden kann und dass es nicht die richtige Herangehensweise gibt. Ich kann nur sagen, was mir geholfen hat oder aus meiner Erfahrung hilfreich ist, ist, wenn man das Ziel vor Augen hat. Damit meine ich, dass man sich vielleicht die Frage stellt, was soll am Ende für den Zuhörer oder für die Zuhörerin dabei an rauskommen? Also was will ich eigentlich jetzt mit diesem Inhalt erreichen? Was soll das Ziel eben sein? Und wenn ich das vor Augen habe, dann lasse ich mich in Gesprächen, und das kann man ja durchaus in Situationen kommen, wo vielleicht mein Gegenüber sehr erfahren ist oder eben den Weg, den ich gerne hätte, nicht einschlagen möchte. Wenn ich das vor Augen habe, dann komme ich vor dem nicht so leicht ab. Das ist auch insofern wichtig, weil ich auch eine interessante Erfahrung gemacht habe, dass es teilweise problematisch war, wenn ich Gespräche mit Personen geführt habe, die ich schon länger kenne und die von mir wussten, dass ich eigentlich schon weiß, was sie machen, oder viele ihrer Arbeiten kenne und dann in der Gesprächssituation sich schwer getan haben, das zu abstrahieren, weil ich wollte das dann aufbereiten in einer Art und Weise, dass die Menschen, die außen zuhören und potenziell noch nie etwas über das Thema gehört haben, verschiedenste wissenschaftliche Themen sind es halt in meinem Fall, aber ich glaube, das ist allgemein anwendbar, dass die auch etwas davon haben. Und das ist ganz eine interessante Situation, die sich dann entwickelt, wenn das Gegenüber bei mir in der Gesprächssituation, die dann relativ locker ist, mit den Headsets auf, die merkt man irgendwann nicht mehr und dann unterhält man sich. Und dann
glaubt eben das Gegenüber, dass im Gespräch viele Inhalte schon vorausgesetzt werden können bei mir, aber das kann ich natürlich nicht von meinen Zuhörerinnen und Zuhörern. Und das ist dann eine gewisse Herausforderung. Vielleicht können wir da dann noch drüber reden, was man da dann tun kann, um das noch irgendwie zu retten. Aber das war schon eine gewisse Herausforderung. Und wenn man aber das Ziel eben, diesen Anspruch, den ich versuche irgendwie zu erfüllen, dass Leute das anhören können, ohne Vorwissen zu haben und ohne vom Fach zu sein oder in diese Richtung, wenn man das vor Augen hat, dann kann man vielleicht dementsprechend reagieren im Gespräch. Was ich auch gelernt habe, den oder die Gesprächspartnerin vorbereiten, und da meine ich wirklich die Person vorbereiten, in dem Sinne, dass man zum Beispiel sagt, und das mag vielleicht banal klingen, aber es hat sich als ganz hilfreich herausgestellt, dass man zum Beispiel sagt, wir machen das mit Headsets, weil es für viele Menschen eine ungewohnte Situation ist, sowas aufzusetzen. Wenn sie sich da schon moralisch so ein bisschen vorbereiten können, war bei mir jetzt, also ich sage es jetzt wirklich immer automatisch dazu, weil ich wirklich Situationen hatte, wo das ganz irritierend war für die Person und das dann wirklich Einfluss aufs Gespräch genommen hat. Wenn man das so ein bisschen vorbereitet, dann kann das hilfreich sein, so als einen Teil. Wie gesagt, diese Strategie, die ich angesprochen habe, da würde ich gerne in der Diskussion vielleicht noch darauf eingehen, was das sein könnte. Und wovon ich wirklich abraten würde, ist, dass man sich in Gesprächen also wirklich Fragenkataloge also vorbereitet und die dann wirklich strikt durchgeht. Ich glaube, weiß nicht, das finde ich persönlich nicht so, also das kann, sagen wir mal so, das kann funktionieren, das kann aber auch ziemlich massiv in die Hose gehen, beziehungsweise man tendiert dann vielleicht dazu, inhaltlich nicht mehr ganz zu folgen, was die Person eigentlich sagt. Also ich finde, dieses Zuhören ist ein ganz wesentlicher Teil, um ein gutes Gespräch entstehen zu lassen, wenn man denkt, jetzt muss ich aber meine drei Fragen noch unterbringen. Das wäre so meine Überlegung gewesen. Es gibt diese No-Gos, diese berühmten, natürlich diese Ja-Nein-Fragen, das heißt Fragen, die nur mit Ja oder Nein beantwortet werden können, also gerade wenn man ein längeres Gespräch führt, dann kann das durchaus einmal zwischendurch sein, finde ich jetzt nicht problematisch, aber man vielleicht eher als Zusatzfrage oder als Stilmittel dann in der Situation, wenn man irgendwo noch einmal nachhakt, kann das verwendet werden, aber um ein Gespräch jetzt so ins Laufen zu bringen, ist es vielleicht nicht sehr hilfreich, würde ich mal sagen. Dieses Nicht-Zuhören, was ich schon erwähnt habe, ich habe es da als übervorbereitet betitelt. Das wären genau diese Situationen, wenn ich schon ganz strikte Vorstellung habe, was da an Punkten jetzt sozusagen abgehandelt werden muss und nicht bereit bin, davon abzugehen. Also das ist so eine vermeintliche Sicherheit, die man vielleicht, wo man das Gefühl hat, ich fühle mich wohler, wenn ich mit so einem Katalog dorthin gehe, aber fürs Gespräch, sagen wir mal, gewisse Gefahren birgt. Und dann gibt es noch die berühmten Suggestivfragen, also diese Fragen, wo man dem Gegenüber schon sozusagen etwas unterstellt. Also Suggestion, sicher jeder schon gehört. Ja, sagt man so, kann vielleicht in manchen Situationen auch interessant sein, sagen wir mal so. Ich habe das Podcasting-Meetup in Wien erwähnt, ich habe den Lothar Bodingbauer erwähnt, der hat für seinen Vortrag, den er im Rahmen eines Meetups gehalten hat, so eine schöne Zeichnung gemacht. Oder das einmal seine Gedanken zu Papier gebracht. Wie ich gesagt habe, ich habe das auch ausgedruckt hier. Es gibt da auch noch eine Rückseite, aber ich finde, das bringt es noch einmal recht gut auf den Punkt, wenn man sich das anschaut, diese Reaktionen, die ich bei meinem Gegenüber auslösen will, wie können die ausschauen? Da gibt es diese fünf, die er da aufgelistet hat. Er hat dann auch noch probiert, das Interview und Gespräch aus seiner Erfahrung als Radiomacher und Podcastmacher darzulegen. Und die Art der Fragen, wie ich als Aussage zum Beispiel Behauptung, Aufforderung, Fragen und dann die unterschiedlichen Aspekte, die bei Fragen auftreten können. Da finde ich übrigens die systemischen Fragen ganz interessant. Vielleicht kommt es jetzt ohnehin
auf. Ich habe das da. Ich würde das jetzt noch als kleinen Input nehmen und dann wirklich gerne in euch einfach bitten, dass vielleicht jemand von euch schildert, was für Erfahrungen ihr gemacht habt, wo Probleme waren oder Herausforderungen oder ja, einfach so ein bisschen uns darüber austauschen, wie solche Gesprächssituationen bei euch ausschauen. Ich habe jetzt von mir erzählt, was da Herausforderungen sind. Es hat immer wieder auch, hier noch einmal die Kontaktdaten vom Lothar Bodingbauer, kann ich nur empfehlen, auch alle seine Podcasts. Im Sendegate immer wieder genau zu dieser Fragestellung Diskussionen oder Fragen gegeben. Deswegen habe ich mir gedacht, man greift das jetzt hier auf. Auch da noch einmal habe ich eine Frage aus dem Sendegate, die kurz vor der Subscribe jetzt aufgekommen ist, noch einmal aufgegriffen, die eigentlich genau diese Aspekte, die ich jetzt versucht habe, da ein bisschen anzuteasern, aufgreift mit dem roten Faden. Spontane Fragen, gibt es dafür überhaupt Platz? Wie viel Zeit steckt man in eine Vorbereitung und so weiter und so fort? Aber ich würde jetzt wirklich gern euch zu Wort kommen lassen. Weiß nicht, ob es, ich hoffe. Ja, ich habe ein Mikro. So, ja, das geht. Ja. Ja, also ich mache ja auch so die langen Riemen, die so meistens um die 2 Stunden pendeln. Und anfangs habe ich die in meinem Lampenfieber sehr ausführlich vorbereitet. Und das war manchmal ganz toll. Und manchmal merkte ich, dass nach 3 Minuten mein Gesprächspartner mir meine ganzen roten Faden schon zerschossen hat. Und dann ist es halt Freiflug. Trotzdem machte dann Vorbereitung halt Sinn, dass ich zumindest irgendwie immer wieder so eine kleine Stange hatte, an die ich zurückspringen konnte zwischendurch mal, wenn ich zu Wort kam. Und die Kunst ist ja eigentlich eher nicht zu Wort zu kommen, wenn man den anderen zuhören will. Mittlerweile, also je nachdem, wie viel ich so ein Thema selber antizipieren kann, schränke ich Vorbereitung eher ein. Also wenn ich mir was vorstellen kann, wenn ein Thema mir total fremd ist, dann muss ich mich vorher da reinnörden und dann wieder gezielt vergessen, um mich, ich nenne das immer, mich auf hohem Niveau doof anzustellen. Stellvertretend für die Hörer. Also Vorbereitung ist, glaube ich, nicht schädlich. Man darf nur nicht den Fehler machen, dran zu kleben. Also man muss im Gespräch im Grunde der Atmosphäre folgen, würde ich es eher nennen so. Ja, vielen Dank. Sollen wir noch ein bisschen weiter sammeln? Ja. Ja, ich habe jetzt selber noch keine Erfahrung, weil ich noch keinen eigenen Podcast aufgezeichnet habe. Auf eins, ja, du hast die Frage. Eine Frage, wo ich mal drauf Sachen, eine Aussage, und zwar diese absichtlich falschen Fragen stellen, das soll wohl gute Antworten provozieren. Weil man nimmt eine These und weiß ganz genau, derjenige wird jetzt widersprechen, weil das erwartet man ja auch. Und man hat es auch im Hinterkopf, also man sollte denjenigen dann auch wieder einfangen, wenn er nicht widerspricht. Das gehört sich einfach so. Den, wie drüber aufregen, du, weil ich gerade gemacht habe, ist absichtlich und ich schneide die Frage raus, so nach dem Motto. Weil das ist ja das Schöne am Podcast und das sollte man auch seinen Interviewpartnern immer vermitteln, was wir hier aufnehmen. Wenn du irgendwann nicht mal verhaspelst und der Meinung bist, du willst das nicht senden, dann sag mir das, ich kann das rausschneiden, macht man eine Schnittmarke fertig. Und was ich empfehlen will, wenn ich jetzt einen Podcast produziere für die Hörer, dann wissen die Hörer ja in der Regel nichts. Und wenn ich mich mit dem Thema noch nicht auskenne, dann bereite ich mich halt so ganz grob drauf vor und eigentlich lade ich mir ja einen Experten ein und der hat sich ja darauf vorbereitet, im Idealfall, und der will mir ja das Wissen vermitteln. Und wenn ich da sozusagen stellvertretend für die Hörer die dummen Fragen stelle, dann ist das ja meine Aufgabe. Also es gab jetzt über Twitter keine Frage, aber eine Anmerkung vom Scrollflow,
also Ansteckmikros, haben schon so manches Interview erleichtert. Gesprächspartner vergisst Mikro, ergo entspannteres Gespräch. Und ich fand das jetzt ganz gut, dass du gerade gesagt hast, du bereitest deine Interviewpartner immer darauf vor, dass du mit Headset aufnimmst, weil das für mich schon mal zum Problem geworden ist. Also ich habe das nicht gemacht, kam dann zum Interview und dann war auf einmal so, ja, Headset. Also das war nochmal ein ganz guter Hinweis. Ich wollte mich jetzt nochmal auf das, was genau gesagt hat, beziehen. Und zwar, ich finde es nicht richtig, wenn man sagt, ich habe ja den Experten hier und der soll reden, sondern mein Motto ist immer, beim Interview ist man immer zu dritt. Man selbst, der Interviewpartner und der Hörer. Und ich überlege mir halt vorher, was will ich meinen Hörern mitteilen? Also ich bin eigentlich nur der Vermittler und ich muss dann eben die richtigen Fragen stellen und mich nicht von dem zutexten lassen oder so. Also ich hätte auch, da stimme ich auch voll zu. Ich mache hauptsächlich im Moment Interviews, um daraus dann noch Texte zu machen, was ja nochmal eine Schwierigkeit ist, wenn man dann ja nochmal umdenken muss. Und gerade wenn man sehr, sehr, sehr starke Spezialisten hat, dann ist das Problem, dass die Tiefe der Information so tief ist, dass wenn man da so oberflächlich rangeht, da einfach überhaupt auch nichts versteht und keine anständigen Fragen stellen kann. Und deswegen bereite ich mich eigentlich wirklich generalstabsmäßig vor und hole mir auch noch andere Experten, die mir vorher einen Einblick in Teilchenphysik geben, um überhaupt die richtigen Fragen zu stellen und mir wirklich zu überlegen, okay, wo steige ich ein? Weil ganz oft gibt es zu bestimmten Themen schon Grundinformationen. Und wenn ich den Anspruch habe, da einen speziellen Aspekt zu betrachten, dann kann ich diese Grundinformationen zwar vorab abfragen, aber eigentlich geht es mir um das Spezielle. Und dann, glaube ich, muss man sich wirklich sehr, sehr gut vorbereiten. Und das Schöne ist natürlich, wenn dann das passiert, was du geschildert hast, dass man dann die Fragen einfach nicht mehr braucht, weil man einfach auch aus dem natürlichen Gespräch heraus weiß, an der Stelle muss ich nochmal genau nachhaken. Und hier ist das ist alles ein bisschen tricky. Das sagt mir der Interviewpartner so in einem Satz dahin. Das hat man ja oft, dass die dann in ihren Fachjargon springen. Und da sind 5 verschiedene Sachen, die überhaupt gar nicht klar sind. Wenn man da einmal so drüber hört, denkt man, ja, ist ja alles gelöst. Wir wissen ja alles, zum Beispiel in der Physik. Und dann, wenn man nachfragt, kommt dann ganz am Ende raus, ja, so genau wissen wir das auch nicht. Der Effekt funktioniert aber. Und das sind ja die schönen Sachen, dass einfach man sagt, ja, hier sind noch ganz viele Sachen, wenn ihr wollt, könnt ihr euch noch austoben. So als Anmerkung da zur Vorbereitung. Ja. Ich wollte... Oder sagen wir so, ich bin immer ein bisschen hin und her gerissen, wenn ich einerseits sehe Interview und andererseits Gespräch. Und das kann sich ja auch miteinander vermischen. Und im Idealfall kommt es ja zu so einem schönen Gesprächsflow, wo man selber vielleicht auch der Dumme ist, weil man sich gar nicht auskennt, aber mit seiner Neugier und mit den richtigen Fragen und eben in so ein Gespräch reinkommt, wo dann der Dritte, also der Hörer, das Gefühl hat, dass er mit am Tisch sitzt und am liebsten dauernd selber was sagen würde. Und ein Interview ist ja eher ja schon so ein journalistisches Format, wo man vielleicht auch als Hörer bestimmte Hörgewohnheiten hat oder wie man damit umgeht und was man da erwartet. Und beim Gespräch ist man vielleicht viel offener, aber ich glaube, ein gutes Gespräch zu führen, da gehören erstens 2 dazu und es ist, glaube ich, schwieriger noch als ein Interview zu machen. Das ist zumindest so mein Empfinden bei vielen Gesprächen. Ja, ich würde da vielleicht auf ein paar Punkte kurz auch noch einmal eingehen wollen. Vielleicht gerade das Letzte, ich finde auch, dass es, also erstens tue ich immer persönlich schwer, das immer wirklich so abzugrenzen oder ist es so, dass ein Interview irgendwann einmal in ein Gespräch, zu einem Gespräch werden kann. Ich finde, was ich immer so vor Augen habe, und das kommt wahrscheinlich schon aus der Radio-Tradition heraus, ist zum Beispiel die Aufnahmesituation selber. Also wenn ich zum Beispiel jetzt die Situation so und so habe, dann ist das ja schon ein ganz anderes Setting, weil dann habe ich ja noch mehr, beim Radio immer lernen, gib niemals das Mikrofon aus der Hand in Interviewsituationen.
ist das von dem Setting her schon mal eine ganz andere Situation, als wie wenn beide an einem Tisch sitzen, einen Kaffee trinken und, also man kann auch mit so einem Mikro einen Kaffee trinken, aber ihr wisst, wie ich es meine, und Headsets aufhaben. Das ist schon einmal, finde ich, ein komplett anderes Setting grundsätzlich, was beim Podcasten halt doch häufig vorkommt, so würde ich mal sagen. Das andere, was die Vorbereitung betrifft, also ich will jetzt nicht, dass das irgendwie falsch verstanden wird, ich bereite mich sehr intensiv auf Episoden vor. Manchmal habe ich eben das Glück, dass ich die Wissenschaftlerin oder den Wissenschaftler schon länger kenne und einfach schon über die Jahre ein gewisses Background Wissen sozusagen gesammelt habe, soweit man das eben als Laie oder Laien kann. Versuche aber wirklich, und das ist mir eben ganz wichtig, und das ist das, was die Brigitte auch gesagt habe, immer den, in jeder Situation diesen, den Zuhörerin oder die Zuhörer vor Augen zu haben, um dieses Gespräch anhand dieses großen Ankers, würde ich mal sagen, entstehen zu lassen. Das finde ich ist ganz wesentlich und kann dann zum Beispiel in gewissen Situationen durchaus dazu beitragen, dass ich eben mich nicht von Personen, die sehr eloquent sind oder die medienerfahren sind oder die jetzt eigentlich lieber diese Gelegenheit dazu nutzen wollen, um etwas anderes rüberzubringen, als eigentlich meine Intention jetzt im Gespräch wäre, so wie ich es vorher kurz angedeutet habe, das kann es so ein bisschen mildern oder vielleicht sogar verhindern, finde ich. Noch eine Erfahrung, weil wir über Vorbereitung gesprochen haben. Es ist natürlich so, und da plaudere ich jetzt wieder aus dem eigenen Nähkästchen, dass es schon einige Male so war, und ich habe jetzt knapp 30 Episoden gemacht, dass dann die Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler mit einem ganzen Konvolut an Unterlagen zum Gespräch, muss ich sagen, gekommen ist. Und es bisher immer so war, dass nach 10 bis 15 Minuten die Unterlagen auf die Seite geschoben haben und einfach gemerkt haben, okay, ich brauche das jetzt eigentlich nicht, weil ich bin in meinem Fall jetzt eben ohnehin Experte auf dem oder Expertin auf dem Gebiet und lass mich jetzt auf diese Situation ein. Das ist zum Versuche immer so eine, weil es für mein Format eben ganz wesentlich ist, vor dem, was ich eben damit beabsichtige, sozusagen so eine bisschen behagliche Situation zu schaffen, wo sich die nach ein paar Minuten im Optimalfall entspannen können und sehen, okay, ich lasse mich jetzt auf das ein und ich muss nicht meine Unterlagen durchblättern oder sonstige vorbereitete Dinge durchgehen. Ja, gibt's noch Anmerkungen oder ja, mach mal dazu. Ja, vielleicht habe ich mich ein bisschen unklar ausgedrückt. Also ich sag mal so, das Problem ist halt einfach, wenn ich mich in einem Thema sehr, sehr gut auskenne, denn und ich das dieses sehr, sehr gut auskennen extra für dieses Interview mir erarbeitet habe, dann muss ich im Interview wieder mein ganzes Wissen quasi vergessen, um denn sozusagen wieder diese Außensicht des Hörers mir anzunehmen. Das heißt, aus meiner Sicht wirkt es jetzt erstmal, und das ist rein theoretisch gesprochen, ich habe es noch nicht praktisch ausprobiert, wirkt es für mich erstmal intelligenter, wenn ich mich nur ein bisschen informiere. Also entweder ich habe schon ein bisschen Background, weil ich da auch mich mal mit beschäftigt habe, oder ich lese mir mal kurz irgendwie, weiß ich nicht, eine halbe Stunde den Wikipedia-Artikel durch. Viel mehr würde ich tatsächlich nicht machen wollen. Aber wie gesagt, das ist reine Theorie. Vielleicht würde ich da gerade ganz kurz direkt darauf was sagen. Ich glaube, der Punkt ist, du kannst dich extrem intensiv vorbereiten. Es ist nur eine größere Herausforderung, auch weil ich aus dem Fachgebiet, wo ich komme, wenn ich dann mit Wissenschaftlerinnen rede, die in dem Gebiet sind, dann fällt es mir oft schwerer, die Fragen zu finden. Aber du musst ohnehin immer in diese Position oder solltest in diese Position kommen, weil letzten Endes geht es dann um die Zuhörerin oder den Zuhörer. Ich glaube, was man versuchen kann, ist, dass man entlang dieses Vorbereitungsprozesses auch wieder ein Ziel vor Augen hat, nämlich, dass ich da jetzt die Fragen raushole, die mir dann die dementsprechenden Antworten liefern. Also das ist so, man, das ist natürlich, das ist nicht banal oder ganz einfach, aber ich denke, also so ist es zumindest bei mir. Ich weiß nicht, ob wer... Also ich glaube, es kommt ganz stark
auf die Situation an und auf das Ziel. Ich habe mal eine Presseschulung mitgemacht bei meinem Arbeitgeber, wo uns dann so Sachen beigebracht wurden wie, du musst zitierfähig sein. Also überleg dir ein, zwei Sätze, die dann auch als Überschrift funktionieren. Das hat sich immer so ein bisschen wie Ringen angefühlt. Also so der Journalist hat ein Ziel und du hast ein anderes Ziel und wer sich besser vorbereitet, der gewinnt. In dem Training haben wir dann auch geübt und ich war bass erstaunt, wie gut der Journalist vorbereitet war auf diese Übungssituation. Und dann war er als Profi auch in der Lage, die richtigen Fragen zu stellen durch die Vorbereitung. Aber ich glaube, also zumindest in den Podcast-Situationen, die ich mir für mich vorstelle, ist das eine andere Situation, weil da ist nicht so konfrontativ, sondern ist von Anfang an klar, dass man eigentlich gemeinsam was erreichen will. Und dann kann es durchaus auch sinnvoll sein, gerade wenn man vielleicht den Interviewpartner auch kennt, dass man ihm viel mehr Freiräume gibt. Da muss ich aber mein Thema immer noch so gut kennen, dass ich so navigieren kann. Und dass ich meinem Gesprächspartner die Chance gebe, sich im Detail auch zu verlieren und der sich sicher ist, dass ich ihn wieder raushole. Das wäre so das Idealbild, das ich mir vorstelle. Ganz kurz, es ist bei mir sogar schon oft so gewesen, dass die Gesprächspartnerin oder Gesprächspartner vorher zu mir gesagt hat, wenn ich abdriften sollte, holen Sie mich wieder raus, damit es nicht in eine negative Richtung geht. Ja, das ist ein guter Punkt, ja. Ja, ich denke, man muss sich so weit vorbereiten, dass man gerade so die Geschichte kennt, die man erzählen will. Das hatten wir, glaube ich, vor dem letzten oder vorletzten Workshop hier gehabt, dass man irgendwie sollte man eine Geschichte haben, die man erzählen will. Und wenn man die so hat, dann kann man die Detailfragen auch so on the fly stellen. Weil ich finde es auch immer ganz gut, wenn der Fragende dann während des Gespräches dann nochmal so eine Art Erkenntnisgewinn hat, die er dann auch so mitteilen kann. Aha, jetzt wiederholen wir das mal, um zu sehen, ob ich das richtig verstanden habe. Aha, jetzt haben wir das verstanden. Sorry, noch eine Ergänzung dazu. Ich habe auch das Gefühl, ich als Amateur in der Aufgabe bin gar nicht in der Lage, jetzt irgendwas tief Vorbereitetes so zu präsentieren, als sei es spontan, als sei es natürlich. Also ich sehe das immer, wenn ich einen Text vortragen soll, der fertig ausformuliert ist. Das kann ich gar nicht. Insofern macht das für mich jetzt auch keinen Sinn, es zu tief zu machen. Und oft bereite ich mich mit meinen Gesprächspartnern jetzt so 10 Minuten vor dem Gespräch vor und lege einfach mal so die 5 Punkte fest, die wir streifen wollen. Kurz Bezug nehmen auf deine Geschichte finden. Wenn man sich gut vorbereitet, findet man manchmal erst die Geschichte. Also das ist halt wirklich das an der Vorbereitung, dass man, wenn man Vorgespräche auch führt und vielleicht nochmal einen anderen Experten fragt, man auf Dinge stößt, wo der sagt, wieso, das ist doch normal. Und man selber sagt, das ist überhaupt nicht normal. Und man selber denkt, das ist der Aufhänger der Geschichte. Daran kann ich alles erzählen und daran kannst du mir deine fachspezifische Kenntnisse irgendwie zeigen. Und das finde ich halt wirklich auch spannend da drin. Ich wollte auch auf deine Anmerkung jetzt, auf die erste nochmal Bezug nehmen. Das hängt ja vielleicht auch ein bisschen vom Format ab. Also wenn man jetzt vielleicht einen Wissenschaftspodcast macht, geht man vielleicht anders vorbereitet dran. Aber mein Format ist ja zum Beispiel, mit Leuten zu sprechen, die genauso wenig Ahnung im besten Fall haben wie ich oder aus einem anderen Bereich kommen, der sich dann auch irgendwie mit Kunst beschäftigt. Und dann finde ich es halt wichtig, dann auch einfache Fragen zu stellen. Also mir nützt es dann nichts, wenn ich dann mit Fremdwörtern um mich schmeiße, die zwar vielleicht mein Gegenüber noch versteht, aber meine Hörer nicht mehr. Und vielleicht muss man da auch ein bisschen abwägen, was will ich mit meinem Interview jetzt erreichen. Aber gerade Kunst, also Kunst ist ja so, wenn man sich zum Beispiel die Neuzeit anguckt, da ist der Kunst manchmal nicht verständlich. Da muss man stehen, gucken und wirklich aushalten. Und erst dann irgendwann kommt dieser Aha-Moment. Und wenn der andere das nicht macht, weil er sagt, das verstehe ich nicht, dann funktioniert. Ja, aber man selber sollte es verstanden haben, dass da was zu sehen ist. Ja.
Also ich muss gestehen, ich habe deinen Podcast noch nicht gehört gehabt. Ich habe jetzt gerade den Feed abonniert, weil ich habe sowas Ähnliches innerhalb der Firma. Also ich arbeite bei Bosch in der zentralen Forschung und ich habe da mal angeregt, dann so einen Forschungspodcast zu machen, einen internen. Und da bin ich im Prinzip in genau der Situation wie du. Ich unterhalte mich mit Forschern über irgendein ein Thema. Das ist so der zumindest mal der Plan. Ich habe da jetzt zwei Fragen. Wie lange sind deine Episoden so ungefähr? Also ich hatte nämlich, als ich das dort vorgeschlagen habe, habe ich gesagt, eine Stunde plus minus 30 Minuten. Und da kam halt die Antwort, ah, viel zu lang, geht da gar nicht. Und jetzt noch eine andere Frage. Du hattest gesagt, es gab Probleme mit den Headsets. Was war da genau das Problem? Also zur ersten Frage noch einmal kurz. Die Episodendauer ist, wie ich angesprochen habe, nicht vorgegeben. Also das hat sich wohl eingependelt im Schnitt bei 1 bis 1,5 Stunden. Aber es waren auch schon Episoden mit 1/2 Stunde. Es waren auch schon Episoden mit knapp 3 Stunden. Also das gebe ich nicht vor, weil es in meinem Format oder dem, was ich eben als Ziel habe, entspricht, das eben genau nicht vorzugeben, was eine gewisse Herausforderung ist, weil viele eben die aus anderen Gewohnheiten kommen, wollen aber wissen, wie lange habe ich Zeit. Und das ist auch ein ganz interessanter Effekt, der da bei Gesprächspartnerinnen entstehen kann, wenn man ihnen sagt, sie haben so viel Zeit, wie sie wollen. Das ist auch eigentlich ein interessanter Punkt. Was die Headsets betrifft, ich meine, ist jetzt nicht so, dass das schon 10-mal irgendwie großes Problem war, aber ich habe nur gemerkt, jetzt ist es so, dass die Leute, wenn sie hinkommen und ich sage ihnen, wir haben Zeit, über ihr Thema zu reden, wir schauen einmal, wo es sich hin entwickelt und eigentlich nicht wirklich sehr viel vorgebe, weil es einfach das Format ist. Und dann komme ich noch mit so Headsets daher, die es vielleicht noch nie so in der Form gesehen haben, dass die Unsicherheit, die vielleicht am Anfang ohnehin schon da ist, noch verstärken kann. Und deswegen sage ich das jetzt vorher einfach dazu. Ich meine, das ist nur so ein, ja, aus der Erfahrung hat sich das irgendwie ergeben. Ich würde jetzt nicht sagen, in meinem Fall hat es geholfen oder habe ich den Eindruck, dass es geholfen hat, das ein bisschen entspannter zu machen. Ja, ich will mal eine Lanze für die Headsets brechen, weil das ganz, ganz toll ist. Also ich bin, auch wenn ich unterwegs bin, immer noch mit einem Stabmikrofon unterwegs, weil Leute tatsächlich so Berührungsängste haben und ich kündige das auch vorher an, dass ich mit Headsets komme. Weil die Leute ja konfrontiert werden auch mit ihrer eigenen Stimme. Da gibt es ja dann schon mal das Problem. Wenn das auftritt, dann mache ich immer ein Vorgespräch unter Headsets schon, damit die Leute sich so dran gewöhnen. Aber es gibt so Fälle, wo Leute Hörgeräte tragen und da funktionieren Headsets nicht. Da gibt es irgendwie Rückkopplung oder so. Deswegen immer als Ausweichvariante das Mikro zum Hin- und Herreichen. Aber dann hat man automatisch immer so eine Interviewsituation, während man bei Headsets sich zurücklehnt und miteinander spricht. Und dadurch, dass man auch den anderen auf dem Ohr hat und die Stimme so ganz, ganz nah ist, also viel näher, als wenn man sich so gegenüber ist, erzeugt man auch eine ganz andere Atmosphäre, die sich meines Erachtens auf das Gespräch auswirkt. Ja, das würde ich absolut unterstreichen, auch weil ich vorher eben viel mit solchen Mikros gearbeitet habe oder in den Studios mit den Überkopfmikros, wo man auch sehr gefangen ist. Die Headsets sind da, finde ich, eine ganz großartige Sache, weil es und auch wenn Zweifel da waren bei Leuten, die Situation vielleicht einfach noch nicht kennen, was ja durchaus nachvollziehbar ist, eigentlich immer so war, dass man sie dann wirklich tatsächlich vergisst und dann eben auch irgendwie nach einer Stunde schief am Stuhl herumlümmeln kann oder sonst irgendwas und es bleibt aber immer das Mikro an derselben Stelle. Man muss einfach an das nicht mehr denken. Auch für mich war es, ich habe es am Anfang anders gemacht, mit Ansteckmikros, dann fallen wieder die Haare rein oder man zieht die Jacke drüber oder keine Ahnung, was da alles passieren kann. Dann hat man die ganze Zeit das Mikro im Auge und kann sich auch nicht wirklich auf das Gespräch einlassen. Also Headsets sind schon tolle Sache. Natürlich kann es Situationen geben, wo man das einfach nicht anwenden kann. Klar, das muss man sicher dazu sagen. Also bei mir war es erst eine Preisfrage, aber ich finde es eigentlich auch nicht schlecht. Ich habe den Kompromiss gemacht und habe jetzt für meinen Gesprächspartner so ein Nackenbügelmikro. Das bleibt dann auch am richtigen Platz, aber man hat halt nicht so viel am Kopf.
Gibt es da Meinungen? Also da gibt es tatsächlich ein tolles Nackenbügel-Mikro, was mich 25 Euro kostet. Aber von der Klangqualität her, das könnte man auch mal Ralf irgendwann nochmal geben, auch ganz, ganz tolles. Das Problem ist, einer hat dann irgendwie so ein dickes, tolles Headset auf und der andere hat so ein drahtiges Nackenbügel-Mikro, das könnte dann irgendwie wirken, irgendwie hierarchisch wirken. Das Schöne an den Headsets ist auch, dass sowas nicht passiert. Weil das Problem ist, Leute, die keine Mikrofondisziplin haben, die nehmen das Mikrofon weiter weg oder sprechen nicht richtig rein. Und das geht man da einfach aus dem Weg. Also wir haben auch manchmal ein Nackenbügel-Mikro im Einsatz. Das hatte ich mir mal gekauft, um es auf der Bühne einzusetzen, weil ich mache noch Musik. Da verwende ich das so zum Singen manchmal. Und die haben eben das Problem, dass die sind halt auf so Unsichtbarkeit getrimmt und deswegen relativ fummelig anzulegen. Deswegen haben wir also bei Gästen habe ich es eigentlich lieber, wenn man da sagt, hier, zieh dir das auf und dann machen wir das Mikro vielleicht noch ein bisschen an die richtige Stelle. Aber das jetzt hier, du musst das jetzt hier hinters Ohr und dann hier so rum, das ist irgendwie nicht ganz so praktisch. Also ich habe jetzt so ein dickeres von Shure, das also nicht auf Unsichtbarkeit ausgelegt ist. Ja, ganz kurz. Ja. Ich möchte gerne noch zurück zu diesem Punkt über Fragen stellen. In unserer Webseite ist Info, wer wir sind. Und da hat Johann uns geschrieben, dass ich stelle dumme Fragen. Und ich finde das toll, weil ich kann das immer machen. Und obwohl ich weiß, was möchte ich am Ende hören, ich kann diese dumme Frage stellen. Und naja, dann es ist immer so, dass ich weiß nicht, was unsere Hörer oder Hörerinnen wissen. Und dann kann ich das irgendwie fragen und dann ah ja, und wenn Antwort ist nicht das, was ich wollte, dann kann ich fragen, und wie ist es mit diesem Punkt? Weil ich habe das gehört. So, aber das, ich stelle dumme Fragen, das ist einfach toll. Das ist wirklich toll. Wir müssen, glaube ich, wirklich Schluss machen. Es tut mir total leid. Ja, bitte. Es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Ja, bitte. So, ich finde, vielen Dank an Daniela. Ich hoffe, dass es für euch auch toll war, sich darüber mal Gedanken zu machen, so wie es für mich toll war. Ich möchte nur eines sagen, das ist nicht von mir, das ist vom Lothar Bodingbauer, Edlo Bodingbauer. Wenn er hier wäre, dann würden wir beide hier stehen. Alle seine Podcasts sind ganz toll. Er hat einen Podcast, wo er sich sogar explizit mit Interview- und Gesprächsfragen auseinandersetzt. Alles auf seinem Profil zu finden. Und ich sage danke für die dann doch rege Beteiligung. Und interessant, dass wir noch in die Technik-Ecke abgerutscht sind. Hätte ich eigentlich nicht geplant. Aber vielen Dank.